Das sind wir wieder bei Mario Kart 7. Ja, heute wollen wir unsere Online-Fahrten fortsetzen. Marios Galeonenwrack. Das wäre doch mal was. Blätter oder das auch noch nicht, aber den mag ich nicht so sehr. Oh Gott, nein! Und das soll ich aber nicht überlegen. Es gibt drei Strecken hier, die kann ich nicht. Die Eile hatten wir schon. Das war, Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welches es war. Auf jeden Fall, die konnte ich nicht. Ja, epische Aussage. Das hier. Und dann noch Musikstar Boulevard. Und diese Strecke kommt dermaßen oft im Online. Also das ist vor allem Jessys Lieblingsstrecke, ja. Und die hat sie natürlich immer gewählt, um mich zu pounden, weil sie ist da epic und ich bin einfach nur scheiße hier. Was aber natürlich auch mal an meinem Charakter liegt. Ja, der eignet sich hierfür überhaupt nicht. Hier ist ein schwerer Charakter geil, weil mit einem schweren Charakter kann man dann hier so schön um die Kurven driften, ohne dass man ständig in irgendwelche Richtungen geschleudert wird. Ja, da eignet sich mein Charakter auch einfach überhaupt nicht zu. Mein ganzes Gefährt ist sehr auf Leichtigkeit aufgebaut, ja? Das hier ist für schwere Charaktere geil. Aber gut, auf jeden Fall, das hat sie dann immer genommen, mich zu pounden. Und selbst wenn sie es nicht genommen hat, irgendeiner hat es dann trotzdem genommen und es wurde gewählt. Und hier ist zum Beispiel so ein Ort, da bringt bei der Goldpilz gar nichts. Okay, jetzt bringt er was. Natürlich, du Scheißwump. Was ist kein Wund, das ist einfach nur ein Steinblock. Ja, und ich bin abgeschlagen, letzte. Und wisst ihr, was das? Was? Das wundert mich. Null. Das wundert mich überhaupt nicht. Weil, ja, hier bin ich einfach genauso schlecht. So. Chill. Leute, also über dieser Strecke braucht ihr echt nichts von mir zu erwarten. Das ist eigentlich fast instant letzter für mich. Ich bin hier immer über jeden Blatt außer letzter dankbar, weil das ist... Nee, das ist sogar das, wo ich am schlechtesten bin. Also ich sag so, es gibt Strecken, die ich nicht kann, aber zumindest mit den anderen bin ich zumindest nicht immer letzter. Aber das hier ist einfach nur grausam. Ich komme null damit klar. Kann ich mir fast einfach die Punkte einfach so abziehen lassen. Aber ich hoffe halt jedes Mal, ja, vielleicht findest du jetzt endlich die Lösung, wie es geht, aber... Nee. Nee. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was die Werbung ist. Soll das nur noch Federbeißen oder das eine davon irgendwie, ja, was soll ich sagen? Irgendwie ein Schwupp, der sie mit Darth Vader funktioniert hat. Oder gut, man könnte auch sagen, das ist Schattenlink, der irgendwie, genau, das ist der Schattenlink im Horror-Kid-Style. Also der Mii ist sehr verstörend. Einmal haben wir eine neue Strecke, die wir auch bisher noch nicht hatten. Im Online. Mann, ich merke meine Stimme. Meine Stimme beschwert sich und ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel aufzunehmen, weil ich ja jetzt ewig lang nichts mehr aufgenommen habe. Fast einen Monat wegen meinen Prüfungen und ja, jetzt nehme ich so viel auf und meine Stimme rebelliert plötzlich und... Der eine hat einen Bob-Omb, der andere eine rote. What the fuck? Das frage ich mich gerade. What the fuck? Zu meinen Fahrkünsten hier. Das war nämlich nicht gut. Okay, das war in Ordnung. Na, ich sollte nichts mehr sagen. Egal, die alle dümpeln da vorne rum. Alle vier. Gut. Ich finde es aber besser, dass es nur noch 8 Fahrer sind, oder was? Ja, die Frage habe ich schon mal in meinem anderen LP gestellt. Glaube ich. Aber ich finde es wirklich besser, weil bei 12 Fahrern, da war so viel... Im ersten Moment dachte ich mir natürlich, wow, geil, mehr Fahrer, ja? Das ist natürlich das Erste, was man denkt. Aber dann fliegen so viele Items einem um die Ohren, dass es wiederum keinen Spaß macht. So, die hebe ich mir mal noch auf. Erstens, dass einer mehr penetrant wird. Zweitens, dass ich in einer guten Position bin. Da habe ich jetzt meine Position deutlich überschätzt, wie ihr schon gemerkt habt. So, komm, gib die Münzen her. Ich brauche mal wieder ein paar. So. Also, hier machen wir das... Oh Gott, scheiße, der macht das gleiche wie ich. Oder versucht er... Also, er macht das gleiche, was ich versuche zu machen. Sagen wir so.
nämlich deine Boost mitzunehmen und trotzdem weiter zu schweben. Gut, so. Nein! Nein! Wobei man in, also in so einer Situation... Ist immer die Frage, ob man abbremsen soll. Ja, der Stachelpanzer wird nicht mehr umdrehen. Also selbst wenn man da noch Zweite wird und einen überholt. Der Stachelpanzer wird dabei bleiben und einen ownen, weil er ihn schon anvisiert hat. Aber... Was man noch machen könnte, wäre den anderen theoretisch mit in die Explosion hineinziehen. Das würde gehen. Aber, ist auch so eine Sache, aber ihm das gelingt. Oh geil, noch ein Stachelpanzer, vielleicht... Ja, geil, Stern! Fahr! Sind die schon im Ziel? Ich weiß es nicht! Nein, zu langsam! Ja, ist natürlich blöd. Gerade wenn man Sterne ist, eine gerade Strecke sehr unglücklich. Da... Ja, trotzdem noch 3 Punkte plus. Da wäre... Wäre es geschickter, wenn man... ein Feld hätte, wo man durch abkürzen kann. Also die Felder kann man abkürzen, durch Sand auch. Durch Feuer würde ich eher nicht probieren. Selbst mit dem Stern. Und durch die Schlucht auch nicht, weil der Stern hat keine Flügel. So viel sei gesagt. Also, das ist nicht Twink oder einer der hohen Sterne, die können nicht fliegen. Obwohl es natürlich Sinn machen würde, dass Sterne fliegen können, weil... Ja, aber irgendwie können sie das trotzdem. Echt. So, jetzt wird hier wohl wieder ein bisschen durchgemischt. Kurze Möglichkeit für mich zu... Okay, wir haben wieder... Was? IKEA spielt mit? Joa, also, nach meinem letzten Einkauf... Ja, da war... Der... Die Tür... Von meinem Hängeschrank schief. Moment. Gott, was... Ich hab kurz Öl für die Stimme gebraucht. Ja, da war die Schranktür von meinem Hängeschrank schief. Das Getrache. Wie? Du kommst vor mir, IKEA. Einmal rein, alles drin. Warte, wie ging der Spruch? Ich weiß es gar nicht genau. Oh Gott. Scheiße. Also der Vorteil ist natürlich der erste. Der Nachteil ist, mir wirklich 20.000 Items um die Ohren knallen. Mit allein haben, also ich. Wobei gar nicht mal so sehr, das haben schon mal einige verpasst. Aber ich bin jetzt trotzdem mal diesen Weg gegangen. Ich war zwar Erster, aber ich dachte, erstens kann ich mich so vor den Items etwas verstecken. Bitte kann jetzt dich mal. Und ja, zweitens, was wollte ich sagen? Ja, zweitens konnte ich so selbst ein Item bekommen. Übrigens, ihr habt diesen blauen Pilz auf einem anderen Weg gesehen. Ich wollte noch, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, in Mario Kart Wii ist der nicht. Achso, da ist ein Stern! Das sehe ich jetzt ja erst! Ja komm, wir können ja noch zurück von mir ein Item holen. Aber trotzdem. Das, also entschuldigt, falls ich was doppelt erwähne. Entschuldigt wirklich, aber. Ja, ich weiß nämlich wieder. Was? Warum? Hallo? Was soll ich denn anders machen? Sonst spring ich doch immer drüber. Ja, das sehe ich jetzt aber nicht ein. Gut, das ist im Spiel scheißegal, ob ich es einsehe oder nicht. Ich meine, das ist wie bei moralischen Normen, ja? Oh Gott, da kommt jetzt der Moraltheologe. Nach meiner 1,3 Streber. Nein, Spaß, aber... es ist ja so, dass... Der, ob man eine Norm, wie war das, also die Anerkennung einer Norm ändert nichts an ihrer Gültigkeit. So rum war das. Also das heißt, wenn ich eine Norm nicht anerkenne, ist sie trotzdem gültig. Das hat was mit einem pragmatischen Selbstwiderspruch zu tun oder einem retorsiven Satz. Muss ich hier glaube ich näher erläutern, oder? Also, wenn es jemand ganz brennend interessiert, kann er sehr in die Kommentare schreiben, aber ansonsten, ich will es einfach mal dabei belassen und ja, ich konnte mich nicht entscheiden, gehe ich scharf vorbei. Nein, nein, verpiss dich! Oh. Ja, wie gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden, gehe ich scharf um die Kurve vorbei. Gehe ich weiter in der Kurve vorbei und dann war ich voll drin. Aber ich bin vor IKEA! Ich bin vor IKEA! Ziel erreicht! Scheiß auf den 7. Platz, Ziel erreicht. Okay. Okay, alles paletti, alles wunderbar.
Passt alles, okay. Bitte warten Sie. Ja, ich warte. Oh Gott, da kommt man sich vor. Leute, Leute, glaubt mir, ja? Ich rede über so viel random Shit, aber ist ja auch egal. Also, es gibt ja schon viele, die haben sich über die Hotlines von 1&1 und Telekom beschwert, ja? Die schlimmste Hotline ist Mobilcom Debitel. Also, die kann ich persönlich nicht empfehlen. Also, ich spreche jetzt nur aus eigener Erfahrung. Kann gut sein, dass es bei anderen anders ist. Da möchte ich jetzt auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise sie diffamieren. Aber zumindest jedes Mal, wenn ich anrufe, ich stehe eine halbe Stunde, da komme ich nicht durch. Dann immer, bitte warten Sie, wir sind gleich für Sie da. Und irgendwann habe ich aber keinen Bock und leg auf. Das geht gar nicht. Oh Gott, ja, jetzt hätte ich mit dem Pilz eigentlich abkürzen können. Shit. Hab ich jetzt zu spät geschaltet. Aber gut, ist auch nicht weiter dramatisch, weil ich bin trotzdem Zweiter. Läuft ganz gut, es liegt aber auch daran, dass ich relativ schnell schon 7 Münzen jetzt zusammen habe. Das macht natürlich auch einiges aus. Später, wenn dann alle Höchstgeschwindigkeit haben, nicht mehr so viel. Aber in diesem Moment durchaus noch und das konnte ich relativ mutig abschmeißen, denn ihr seht der hinter mir. Oh scheiße. Hatte nur 3 normale Grüne. So, das war jetzt riskant, aber es... Kann mir irgendeiner erklären, wie das funktioniert hat? Ich hatte meinen Roten hinter mir. Der ist voll reingeknallt und ist vor mich gerollt. Der hat doch überhaupt keinen Speed verloren. Warum das denn? Aber ich freue mich echt, warum so wenige diesen Weg gehen. Also, ich finde den am chilligsten eigentlich. Ja. Oh Gott, das ist ein Yoshi. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich wieder gerade vor allem gegen Japaner. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, ich weiß, es ist 12. Also gut, ist. Versteht ja nicht jeder, das ist schwäbisch, aber 12 Uhr. Vielleicht liegt es daran, dass hier gerade so viele Japaner sind, weil da haben sie ja eine andere Zeit. Ich glaube, die haben da gerade Nachmittag oder fast Abend sogar schon. Aber trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, die nehmen am liebsten Yoshi oder Metal Mario. Wenn ich mir das gerade so anschaue bei den Fahrern. So, also, so, okay, jetzt auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, es sind wir haben jetzt, uns hat schon ewig niemand mehr überholt. Das Schlechte ist, wir sehen davon niemanden mehr, aber ja doch, jetzt kommt der Koopa. Wenigstens konnte ich die Nervensäge da stoppen. Glaube ich aber auch, warum ich auf dem 3. Platz nur eine Banane kriege. Komm. Was Geiles! Okay. Oh nee, jetzt kommt er hier mit seinem Feuer, aber ich überhole ihn trotzdem. Yes! So, Moment! Nein! Nein! Oh mein Gott! Das war scheiße. Wie es mir am Ende noch absolut versaut haben. Aber das ist sowieso bei dieser Strecke. Diese scheiß Autos am Ende. Also manchmal komme ich echt problemlos durch. Aber manchmal werde ich von jedem Kackauto getroffen. Da komme ich nicht weiter. Okay, immerhin mal GBA Bowser's Festung oder auch allgemein Bowser's Festung. Das sind immer Sachen, die hatten wir noch nicht. Solange es nicht der Regenbogen Boulevard bin ich glücklich, weil ihr wisst, was das dann heißt, ja? Ihr wisst es genau. Nachdem wir meine letzte absolute Katastrophe verlassen und gesehen habt, das ist das neue Bowser Castle und ich finde es sehr, sehr episch. Ist nicht ganz so cool wie das aus dem Nintendo 64. Jetzt ist von der Nintendo 64 fand ich immer noch am coolsten das Bowser Castle. Auch wenn ich da echt schlecht bin, aber ich fand's cool. Aber das hier, das ist richtig Hammer. Muss ich wirklich sagen. Wow. Nein. Oh Gott. Aber erneut. Warum kriege ich nur eine Banane? Was genau will ich damit machen, ja?
Eine Banane kriegt man als Erster, um irgendwas von hinten abzublocken. Alles so eine Stachi. Oder als keine Mahnung, meinetwegen Zweiter. Tritt doch nicht als... Was war ich? Fünfter. Oh, shit. Jetzt reg ich mich so auf, dass ich noch Scheiße mache und irgendwie sogar einen Platz nach vorne kommen. Weil ich Glück hatte, weil genau in dem mit der Blitz kam. Das ist wirklich richtiges Glück, muss ich sagen. Aber gut, wir wollen mal nicht meckern, ne? So. Da vorne sehe ich den Mario. Bob Omb nützt mir da allerdings weniger. Ja, wobei, Moment. Vielleicht kann ich den böse platzieren, wenn ich jetzt nach vorne schmeiß. Ja, wobei. Ja, jetzt gehen wir mal in das Fass rein. Statt den anderen Weg. Nein, 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 chill. Nicht mich treffen, Stachi, bitte. Okay. Hä? Wo ist der Stachi hin? Da war doch gerade ein Stachi, oder? Ist der Stachi in die Lava gefallen? Okay, also der Mario ist gerade epic reingefallen, aber... Ist der Stachi echt in die Lava gefallen? Ach scheiße, ich habe ihn nicht erwischt. Schade. Oder? Weil den habe ich eigentlich so platziert, dass er ziemlich... Dass es ziemlich gemein war. Oh, nee. Das war jetzt gar nicht so gedacht. Nein! Oh Gott! Ich dachte, jetzt die Items nicht verpassen. Jetzt könnte doch hier ganz Shit kommen, der mich zerstören möchte. Und ich habe da 6 Münzen. Gut, jetzt werde ich versuchen, auf jeden Fall die 3 mitzunehmen. Wow, einer Wurz am Ende. Dieser Endkrass. So, Moment. Eine fiese Sache mache ich noch. Nämlich hier eine Banane ablegen. Und hier. Und ich habe schon jemanden erwischt. Ja, man muss natürlich Orte ausnutzen, wo viele Leute vorbeikommen. Die andere hat auch jemanden erwischt. So, und jetzt bin ich hier Erster. Zumindest wird jetzt nichts mehr groß passiert. Wie das nicht runterfallen oder so, aber nö. Super. Ja. Ja, da wird man geowned. Das ist ganz normal, dass man die Sequenz nachgeowned wird, aber ist egal. Erster Platz zum Abschluss dieses Parts. Das ist doch toll, Leute. Findet ihr nicht auch? Ich schon. Also, wenn euch dieser Part von Mario Kart 7 gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Bis zum nächsten Mal.